Ja, Leute, die RX 6800 ist in meinem System und ihr habt den Vergleich mit dem Ryzen 5600X und dem Ryzen 3600 gesehen. Ihr wart beeindruckt, was die Ergebnisse angeht und habt auch den Vergleich zur RTX 3080 gesehen. Ja, wie sieht's mit Intel aus? Und genau da wollen wir heute ansetzen. Ich habe einen i5 10600 entsprechend das 6-Kern 12-Thread-Äquivalent zu den beiden Ryzen-Chips, die ich getestet habe. Und was das Besondere an B460 ist, resizable war. Ja, wer hätte das gedacht? Intel-CPUs unterstützen das von AMD pionierte Feature, SAM. Und genau deswegen kommt heute das Video. Wir werden alle drei Chips mit der RX 6800 sowohl bei 1080p und WQHD 1440p im Vergleich sehen. Freut euch auf ein verdammt spannendes Video. Also bis nach dem Intro. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und heute ist es mal wieder soweit. Wir ziehen Intel in den Ring und zwar habe ich das seit langem nicht mehr gemacht. Ja. Der i5 10600 ist ein 6-Kerner mit 12 Threads und ja, 65 Watt TDP. Es handelt sich nicht um das freigeschaltete K-Modell, wo sich entsprechend über den Multiplikator der Takt übertakten lässt. Nein, es ist einer der sparsamen Chips, die jedoch, ja, ich habe es bereits gezeigt gehabt, über den sogenannten Power Limit Boost, zum Beispiel auf einem MSI-Board. Ich habe das Ganze mit dem i9 10900 ohne K demonstriert gehabt und es lässt sich so relativ einfach die Leistung von einem K-Chip simulieren. Warum man das macht, ja, was ihr damit bezwecken wollt, ist ganz klar mehr Leistung rausholen. Und ich habe damals bereits gezeigt gehabt, dass es möglich ist und der Unterschied zwischen einem K- und Nicht-K-Chip ist primär die Leistungsaufnahme. Also die Non-K-Chips sind wesentlich effizienter, gerade mal mit 65 Watt TDP von Intel angegeben, zieht der Chip natürlich etwas mehr aus der Steckdose als hier tatsächlich angegeben. Da spielen die Werte PL1, PL2 und der sogenannte Tau eine wichtige Rolle. Wie bereits gesagt, zu meinem expliziten Video erkläre ich die gesamten Bezeichnungen etwas genauer. Also wenn euch das Thema wirklich interessiert, schaut euch das an. Was ihr aber für das heutige Video wissen müsst, ist, dass ihr nichts machen müsst. Ja? Dieser sogenannte Power Limit Boost wird inzwischen von den meisten Boardpartnern auf deren B460 und Z490 Boards ohne Probleme unterstützt. Ja, auch die anderen Low-End-Chipsätze besitzen dieses Boost-Verhalten. Und was bedeutet das im übertragenen Sinne? Ich blende euch hier mal eine kleine Tabelle ein. Und zwar seht ihr hier sämtliche Intel-Prozessoren der 10. Generation, also Comet Lake-Chips, darunter die K- und Non-K-Chips. Und was hier von Relevanz ist, ist die All-Core Turbo Frequency, also der Takt, der auf allen Kernen gleichzeitig anliegend sein kann. Und der ist bei dem i5 10600 entsprechend bei 4,4 GHz. So, das Teil kann sich auch im Single-Core entsprechend auf einem Kern 4,8 GHz im Turbo gönnen. Aber was relevant ist, über einen dauerhaften Load ist der All-Core-Takt und der liegt hier eben bei 4,4 GHz. Entsprechend bei dem i7 10700, also wieder das Non-K-Modell, liegt dieser sogar bei 4,6. Und das ist wirklich beachtlich. Vor allem ist das, was die K- und Non-K-Chips am meisten unterscheidet, der Preis. Ihr zahlt für einen Non-K-Chip deutlich weniger und das macht diese Chips so attraktiv mit diesem Power-Limit-Boost. Denn ihr verliert nicht wirklich viel an Leistung und bekommt ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis mit für Intel und deren 14 Nanometer plus eine semi-vernünftige Leistungsaufnahme. Dementsprechend dachte ich mir gerade, okay, der Ryzen 5600X ist überteuert und ganz ehrlich, wenn es nach der Preis-Leistung geht, ist da einfach keine Empfehlung mit drin. Ganz ehrlich, das ist einfach, umso länger man drüber nachdenkt, ja, umso absurder wird es. Ihr zahlt hier fast 200 Euro mehr gegenüber dem Ryzen 3600 von vor noch ein paar Wochen. Ja, der hat im günstigsten Fall 159 Euro gekostet. Das Problem ist, der Ryzen 3600 wurde
durch den Hype rund um die Ryzen-CPUs leer gegriffen. Dementsprechend, wenn er verfügbar ist, wird er derzeit für knapp 200, ja, 190 bis 200 Euro gehandelt. Wie sieht's mit den Intel-CPUs aus? Und da war ich erstaunt, ja, denn Intel bietet hier mit deren 10. Generation derzeit eine bessere Preis-Leistung, zumindest auf dem Papier. Ja, müssen wir ganz gleich hier erstmal so stehen lassen. Und zwar habe ich den i5 10600 hier für unter 200 Euro bekommen. Ich glaube, 190 hatte ich ihn erwischt gehabt. 199 Euro ist so das durchschnittliche Angebot. Und das ist natürlich krass, wenn ihr euch überlegt, dass der Ryzen 3600 hier identisch viel kostet. Ja, exakt dieselbe Summe. Und beide sind 6-Kerner mit 12 Threads. So, wenn ihr auf den sagenumwobenen Zen 3 aufrüsten wollt, dann zahlt ihr hier an der Stelle gut 150 Euro mehr. Und das ist einfach in meinen Augen zu viel. Wie viel zu viel, erfahren wir natürlich in dem heutigen Video, denn wir werden entsprechend alle drei Chips, alle 6-Kerner mit 12 Threads, also Intel gegen Ryzen 3000, gegen Ryzen 5000, gegenüberstellen und vergleichen. Was hier wichtig ist, dass die beiden AMD-Chips hier auf dem B450-Board laufen und der Arbeitsspeicher hier bei 3600 MHz CL14 15 15 15 35 läuft, entsprechend mit einem FCLK von 1800, also Optimalbedingungen hier für AMD. Der Ryzen 5600X läuft im Stock, ja, so wie er ab Werk zu euch kommt und wie er bei euch im System laufen würde. Der Ryzen 3600, ja, hat eigentlich einen Turbo von 4,2 GHz. Ich habe ihn hier auf allen 6 Kernen gleichmäßig übertaktet. Und wie sieht es bei dem i5 aus? Wir haben hier nämlich nicht ein B450, so wie bei AMD, sondern ein B460. Und da kommen wir schon zum größten Unterschied. Ja? Dieser Chipsatz mag zwar ähnlich klingen wie der von AMD, hat aber deutlich größere Einschränkungen. Nicht nur, dass wir hier einen Non-Card-Chip haben, dieser Chipsatz lässt gar keinen CPU-Overclock zu. Ja, entsprechend ist der Power-Limit-Boost das Einzige, was ihr hier aus dem CPU-Multiplikator rausholen könnt. Und was noch viel krasser einschneidet, ist die Tatsache, dass B460 auch keinen Arbeitsspeicher-Overclock zulässt, auch kein XMP. Ja? Wie sieht es dann entsprechend mit dem Arbeitsspeichertakt aus? Dieser liegt bei dem JEDEC-Standard, ja, der Minimalspezifikation für den i5, und das ist 2666 MHz CL19191943. So, entsprechend, ja, ich habe hier nicht irgendwie manipuliert. Nein, das ist das Maximum, was ihr hier mit dieser Plattform rausholen könnt. Okay, ihr könntet natürlich ein Z490-Board verwenden und den Arbeitsspeicher im XMP oder manuell übertakten, so wie hier mit dem AMD-System. Nur Z490 ist ein deutlich teurerer Chipsatz. Ja? Entsprechend will ich ganz fair sein. B460 wurde gegen B450 in den Kampf geschickt und ist hier einfach in der Länge niedergeschmettert worden. Und das will ich hier einfach AMD anrechnen, dass sie hier diesen Chipsatz so günstig auf die Beine gestellt haben und weiterhin CPU-Support liefern. Das bietet nämlich B460 ebenfalls nicht. Dadurch, dass das ein Chipsatz auf 22-Nanometer-Basis ist, wird entsprechend lediglich Comet Lake, also die 10. Generation, hier drauf verwendet werden können. Und die 11., ja, Rocket Lake, die die nächsten Tage launchen wird, die sind inkompatibel mit diesem Chipsatz. Obwohl eigentlich groß beworben wurde, Rocket Lake kann auf sämtlichen LGA 1200 Boards verwendet werden. Ja, Pustekuchen, Z490 und H470 sind offensichtlich die einzigen Chipsätze, die hier entsprechend die Kompatibilität von Intel spendiert bekommen. Ja, und wie bereits gesagt, Z490 Boards sind deutlich, deutlich teurer. Also nur, um jetzt hier ein Äquivalent zu nennen, das sind alle beide ITX-Boards und das B460i kostet 140 Euro. Als Z490i liegt der Preis bei 240 Euro. Also 100 Euro mehr
Und dementsprechend, ja, wir haben hier aus einer Perspektive der Preis-Leistung geschaut. So, jetzt haben wir die Eckdaten soweit besprochen. Wie ich zum Anfang schon erwähnt habe, laufen alle drei Systeme mit Resizable Bar oder SAM, denn wir testen hier entsprechend mit der RX 6800. Und diese AMD-Grafikkarte, die Big Navi, hat eben 16 GB GDDR6 und Resizable Bar Support, beziehungsweise SAM. Schaut euch das Video gerne an, aber effektiv sind es 10% mehr Leistung, die ihr hier rausholen könnt. Und ursprünglich klang es so, als AMD das Ganze angekündigt hat, mit deren Big Navi, klang es so, als ob es ein AMD-Exclusive ist mit Zen 3. Nicht nur, dass es eben widerlegt wurde, dass es ein exklusives Feature für Zen 3 ist, also die Ryzen 5000er. Es hat nämlich auch mit den Ryzen 3000ern ohne Probleme funktioniert. Also mit dem Ryzen 3600 habe ich das für euch auf dem Kanal bewiesen. Nein, es funktioniert auch auf Intel-Boards. Entsprechend braucht es natürlich BIOS-Support, aber MSI hat entsprechend bereits Ende letzten Jahres für den LGA 1200-Sockel, entsprechend auch für B460, Resizable Bar Support gewährleistet. Was bedeutet das für die Zukunft? Da Nvidia selbst auch auf Resizable Bar setzen wird und dieses Feature nachreichen wird mit deren Ampere-Karten, also deren RTX 3000er-Modellen, wird das definitiv von Relevanz sein. Wie bereits gesagt, egal ob 1080p, WQHD, also 1440p und 4K, es sind 10% mehr Leistung. Diese lässt sich natürlich dieser Intel-Chip hier nicht entgehen und das macht den Vergleich hier wirklich so spannend, ja, dass wir entsprechend mit allen drei Systemen Resizable Bar nutzen und dieselbe Grafikkarte, die RX 6800, und wir wollten eben sehen, wie sich diese 6-Kerner, alle drei sind 6-Kerner mit 12 Threads, untereinander schlagen und ja, vor allem aus der Perspektive der Preis-Leistung. Wenn ihr diese Systeme so aufstellen würdet, was bringt die meiste Leistung und was kann ich euch empfehlen? Dementsprechend fangen wir auf jeden Fall an. Wir haben insgesamt 9 Spiele, die wir getestet haben auf 1080p und WQHD und entsprechend kommt genau dort die CPU zum Einsatz. Ja, in 4K ist es egal, da ist es rein theoretisch gleich, was für einen Prozessor ihr verwendet, weil die Grafikkarte hier das Limit darstellt. Bei diesen Auflösungen, also theoretisch umso niedriger die Auflösung, umso wichtiger ist der Prozessor und der Arbeitsspeicher. Und entsprechend, ja, wir müssen ganz klar herausstellen, dass hier Intel sich selbst ins Fleisch schneidet. Nicht ich, ja, diese 2666 MHz Limitation ist nicht mein Werk. Das ist Intels Murks, den sie hier veranstaltet haben und der Grund, wieso hier definitiv keine besseren Werte möglich waren. Denn, ich versichere euch, wäre hier der Takt von 3600 MHz und CL14er Timings auf dem Intel-Chip möglich gewesen, hätte die Sache wahrscheinlich anders ausgesehen und zugunsten vielleicht sogar Intels ausfallen können. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, wir fangen jetzt ganz klar mit 1080p und Cyberpunk 2077 an. Wir sehen hier, dass bei den 1% Lows sich hier der i5 mit dem Ryzen 5600X, also 75 zu 76 FPS, messen kann. Und das ist krass, liegen alle drei Prozessoren über der 100 FPS Marke. Der i5 entsprechend mit 105, der Ryzen 3600 mit 103 und der Ryzen 5600X entsprechend der King bei 106 FPS. Aber ja, hier sehen wir schon, in welche Richtung sich hier die Benchmarks bewegen werden. Wir gehen weiter zu WQHD und auch dort sieht der Vergleich nochmal eine Ecke krasser aus. Alle drei Chips mit 54 FPS bei den 1% Lows und um den Dreh bei den 70 FPS bei den Averages. Also 70 FPS für den i5, der Ryzen 5600X mit 71 hier an der Spitze und mit 69 FPS der Ryzen 3600. Aber auch der ist ziemlich nah im Geschehen und dementsprechend schauen wir uns direkt den nächsten Titel an. Assassin's Creed Odyssey in Full HD sieht der 1% Low-Bereich hier mit dem i5 deutlich schlechter aus und ja, bei den Averages bin ich ein bisschen erstaunt gewesen, wie gut der Ryzen 3600 dank des All-Core Overclocks hier abgeschnitten hat, sowohl den i5 und den 5600X hier bei der 100 FPS Marke zurückgelassen hat. Ja, bei WQHD sieht das Ganze wieder etwas, ja, humaner aus, sagen wir es so, wieder die 100 FPS Marke
Beim i5 hat es nicht ganz gereicht, dort 99 FPS, beim Ryzen 3600 97 FPS und der 5600X entsprechend bei 103. Und wir sehen ganz schön gestaffelt, ja, wer hier die besten 1% Lows abräumt. Und das ist einfach der 5600X, gefolgt vom 3600, der mit 82 FPS sehr, sehr nah dran ist. Mit 70 FPS hier definitiv der Knick nach unten bei dem i5. Und wie sieht es bei Death Stranding aus? Ja, dort haben wir auf jeden Fall beim 5600X den höheren 1% Low-Bereich, also deutlich höheren 1% Low-Bereich, denn auch dort ist entsprechend der Average-Bereich im Verhältnis zu den anderen beiden Chips sehr, sehr hoch ausgefallen. Ja. Mit 168 FPS führt da der Chip auf jeden Fall und lässt die anderen beiden auf Augenhöhe zurück. 1440p sieht es ein bisschen entspannter aus. Dort sind alle drei Chips in etwa im selben Bereich. Also 130 FPS in etwa hier bei den Averages und etwas über 100 FPS bei den 1% Lows. In Control, ja, hätte man glatt von derselben CPU sprechen können. Da nimmt sich das Ganze rein gar nichts. Wir sehen wirklich etwas unter 90 FPS bei den 1% Lows und ganz knapp an den 130 FPS bei den Averages in Full HD und Control. Bei 1440p auch dort ja, etwas über 60 FPS bei den 1% Lows und zwischen 80 und 90 FPS bei den Averages und das bei allen drei CPUs. Ja, muss man sich ganz klar vor Augen führen. Wie sieht es mit Horizon Zero Dawn aus? Dort sehen wir tatsächlich den i5 in Full HD an die Spitze gehen, sowohl in den 1% Lows als auch den Averages. Der Ryzen 3600 und 5600X teilen sich hier mehr oder weniger einen Platz. Und bei WQHD sieht es ähnlich aus. Und ein weiteres Mal fällt es auf, dass der Ryzen 3600 hier entsprechend seine Position gegenüber dem 5600X behaupten kann. In PUBG, also Players Unknown Battlegrounds, haben wir hier ein relativ hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir sehen, der 5600X bräuchte definitiv in den All-Core-Settings hier definitiv ein bisschen mehr. Ich weiß, dass man den 5600X übertakten kann, aber es geht mir hier an der Stelle beim 3600, der einfach die beste Preis-Leistung darstellt, und 4,2 GHz, ich habe dazu einen Guide gemacht, wie man diesen Chip übertaktet. Das ist kein Hexenwerk. Und der i5 hier, dort steht zwar Power Limit Boost und 4,4 GHz All-Core, aber ihr müsst für diese Settings rein gar nichts machen. Das ist out of the box. Das ist der Stock-Takt. Und entsprechend, das, was er hier abliefert, das ist wirklich hart. Und ihr seht hier bei den 1% Lows auf jeden Fall einen kleinen Knick beim 5600X und bei den Averages hier zwar den Peak, also die Führung definitiv bei dem Zen 3, nur sind die anderen beiden dort ein bisschen gleichmäßiger austariert. Bei WQHD entsprechend hier vom i5 die Führung übernommen, bei den Averages, bei den 1% Lows hier wiederum an die AMD-Chips die Krone abgegeben. Und bei Battlefield 5 in 1080p sehen wir den Ryzen 5600X auf jeden Fall die Führung übernehmen, denn Battlefield 5 ist sehr, sehr CPU- und Arbeitsspeicher intensiv, also sehr, sehr sensibel, was die Settings angeht. Und da seht ihr auf jeden Fall, dass hier der Zen 3 auf jeden Fall die Führung übernehmen kann. Was ich aber erstaunlich finde, ist, wie nahe der i5 an dem Ryzen 3600 mit dem höheren Arbeitsspeichertakt rankommt. So, bei WQHD sieht es eigentlich identisch aus, nur ein bisschen anderes Verhältnis. Entsprechend so in dem 110, 130 FPS Bereich bei den Averages und in dem Bereich von etwa 90 bis 100 FPS bei den 1% Lows bewegen sich hier diese 6 Kerne und es ist sehr interessant zu sehen, wie nah hier der Ryzen 3600 an den i5 rankommt. So, in Metro Exodus, also bei 1080p, sehen wir auf jeden Fall hier den i5 sowohl bei den 1% Lows sich mit dem Zen 3 auf Augenhöhe bewegen und bei den Averages, 147 zu 146,
Sehr, sehr nahes Verhältnis. Der Ryzen 3600 ist da aber nicht fern. Bei 144 FPS bei den Averages sehen wir hier bei WQHD genau dasselbe Verhältnis zueinander. Also diese CPUs sind wirklich sehr interessant im Vergleich zu sehen. Fast der letzte Titel, Fortnite bei 1080p. Der Unterschied zwischen Ryzen 3600 und i5 lässt sich hier wirklich nicht feststellen. Bei dem Ryzen 5600X deutlich bessere 1% Lows und ja, auch ein gutes Stück höher mit den Averages. Ganz krass, bei den WQHD-Einstellungen sind zwar die Averages zwischen dem Ryzen 3000 und dem i5 sehr nah, 136 zu 138, jedoch gab es einen relativ kleinen Dip beim i5 in den 1% Lows. Ja, auf 27 FPS eingebrochen, war reproduzierbar, entsprechend für mich hier nicht ganz nachvollziehbar, aber ja, ein Wert macht jetzt hier den Kohlen nicht fett und entsprechend sehen wir, der Ryzen 5600X kann hier mit sehr, sehr nahen 1% Lows an den Averages mit 150 FPS in der Spitze definitiv die Führung übernehmen. So, jetzt haben wir einen Haufen Spiele gesehen. Was bedeutet das im Durchschnitt? Ja, ich habe es für euch ausgerechnet, und zwar alle neuen Games hier in Full HD im Durchschnitt zusammengefügt, sehen wir auf jeden Fall, dass der Ryzen 5600X definitiv die Leistungsspitze übernimmt. Ja, mit durchschnittlich 141 FPS in den Averages und 97 FPS bei den 1% Lows setzt sich das Ganze über den anderen beiden 6-Kernern natürlich ab. Nur zu welchem Preis? Ja, das müssen wir hier ganz klar uns vor Augen führen. Die anderen beiden Chips bewegen sich zwischen 190 und 200 Euro derzeit. Normalerweise der 3600 ja, so zwischen 160 und 180 Euro. Also derzeit etwas stark im Preis angestiegen. Dafür der i5 eben im Preis gefallen und daher eben überhaupt das Interesse bei diesem Vergleich. Was sehen wir hier? Die 1% Lows bei dem AMD und Intel System mit dem Ryzen 3600 gegenüber dem i5 sind identisch. 9 Spiele. Ja, 9 Spiele müsst ihr euch mal vor Augen führen und die 1% Lows sind im Durchschnitt identisch. Und was noch viel krasser ist, bei den Averages, ja, verliert der Intel, was ich schon mal sehr nice fand, weil wir haben hier keinen i5 10400, ja, der Preis-Leistungs-Killer, der sich bei um die 150 Euro bewegt. Nein, wir haben den i5 10600, also einen der besseren. Und da schlägt selbst der AMD-Chip hier den Intel. Und da muss ich ganz klar sagen, wie gut der Ryzen 3600 ist. Lässt sich nicht anders hier darstellen. Nur müssen wir ganz klar uns auch vor Augen führen, B460 und 2666 MHz auf Seiten Intels. Mit 3600 MHz wie bei dem AMD-System sähe es natürlich vielleicht anders aus, aber wie bereits gesagt, wem habt ihr es zu verdanken? Nicht mir, sondern Intel. Wie sieht es bei WQHD aus? Dort sehen wir ein weiteres Mal den 5600X sowohl bei den 1% Lows hier mit 86 FPS scheinen und 111 FPS bei den Averages, jedoch sehr nah angesiedelt der Ryzen 3600. Ja, mit 109 in der Leistungsspitze bei den Averages und 79 FPS bei den 1% Lows. Ja, der i5 hier etwas eingebrochen in den 1% Lows mit 72 FPS und in der Spitze 110. Also dort, wo entsprechend die GPU mehr von Relevanz ist, wird auch der Unterschied zwischen den Chips geringer. Wie bereits gesagt, bei 4K fällt der Unterschied komplett weg. Also da ist es relativ egal. Da könntet ihr auch einen 4-Kerner mit 8 Threads verwenden. Da wird eure GPU immer den Flaschenhals darstellen. Das sind die Resultate des heutigen Videos. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass Intel hier Resizable Bar auch in dieser Preisklasse und bereits jetzt schon unterstützen kann und hier AMD in nichts nachsteht. Ihr habt euch das Setup bereits gekauft. Dann ist das vielleicht fürs Ego einmal ein Streichler, um euch zu beruhigen und nicht zu sagen, ach, warum habe ich mir keinen AMD gekauft? Ist eigentlich das, was ihr denken solltet, wenn ihr tatsächlich im Jahr 2020 oder 2021 auf ein Intel-System gesetzt habt. Aber gehen wir sachte an das Thema ran. Der Ryzen 5600X, so wie ihr bereits in den vorherigen Videos festgestellt habt, läuft im Stock. Sprich, das Teil könnt ihr auch auf 4,6
im besten Fall 4,7, 4,8 GHz All-Core übertakten und dann rasiert das Ding. Keine Frage, aber darum ging es heute nicht, denn Overclocking ist ein anderes Thema in diesem Bereich, ja, denn dann steigt auch die Leistungsaufnahme, dann steigt auch die Temperatur und ich habe hier einen relativ konsumentenfreundlichen Vergleich aufgestellt, der Ryzen 3600 mit einem 4,2 GHz All-Core, das ist jetzt hier wirklich kein Weltwunder, was hier der 6-Kerner der 3000er Generation auf die Beine stellt und bei dem i5 handelt es sich, wie bereits gesagt, um Stock-Settings. Entsprechend seht ihr hier das, was out of the box auf so einem B460-Board möglich ist. Und diese 4,4 GHz auf allen Kernen sind die Norm. Ich habe nichts im BIOS eingestellt, abgesehen von Resizable Bar. Und das haben alle drei CPUs gleichermaßen. Entsprechend ist dieser Vergleich gerechtfertigt. Denn das, was ich bei den Zen 3-Chips kritisiere, ist nicht die Leistung, ja, sondern die Preisleistung. Und da müsst ihr doch ein bisschen mitdenken. Ihr habt Intel so lange verurteilt, wegen der hohen Preise. Ja? Die Leistung war immer da. Ja? Die Chips sind jetzt nicht plötzlich rapide schlecht geworden. Die sind super. Und da schlägt jetzt so ein Angebot für unter 200 Euro für den i5 10600 eigentlich ein. Nur ist der Ruf von Intel einfach so stark geschädigt, dass hier jeder mit rümpfender Nase über Intel hinweg sieht und sagt, sowas, das würde ich niemals kaufen. Ja, und genau da haben wir das Problem. Wenn ihr euch jetzt ein System bauen wollt, ja, entsprechend auf ein sehr, sehr geringes Budget angewiesen seid und nichtsdestotrotz die beste Leistung haben wollt, ist ein B460-Chipsatz mit 2666 MHz RAM vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Denn, wie bereits gesagt, das ist ein 6-Kerner, hat 12 Threads, und eine integrierte Grafikeinheit, entsprechend, ich habe die Vorteile von QuickSync und dem Rendern mit integrierter Grafikeinheit bereits des Öfteren hervorgehoben. Und ganz ehrlich, ihr packt den Chip in das Board, haut den Arbeitsspeicher rein und ihr müsst eigentlich nichts einstellen. Es ist out of the box, so wie ihr es hier gesehen habt. Und ja, ihr spart ganz klar einen Haufen Geld für den Arbeitsspeicher. Denn um die Leistung zu bringen, die das AMD-System hier in beiden Ausführungen hier geboten hat, war es notwendig, entsprechend diesen Arbeitsspeicher so zu tunen und hier diese Feinabstimmungen zu machen, den Ryzen 3600 eben auf 4,2 GHz zu übertakten. Und ja, der 5600X lief im Stock, aber mit eben teurerem Arbeitsspeicher. Entsprechend wiegt sich da auch der Aufpreis für einen B460-Board und den teureren Intel-Chipsatz so ein bisschen auf. Ja, was ihr kauft, ist euch überlassen. Was ihr jedoch wissen solltet, ist, dass bald B560 folgen wird, entsprechend auch CPUs der 11. Generation. Und B560 wird Arbeitsspeicher-Overclocking zulassen. Entsprechend könnt ihr dann auch den besseren Arbeitsspeicher auf den Intel-Systemen verwenden mit dem günstigen Chipsatz und ganz klar der i5 11600 ohne K, entsprechend das Äquivalent zu dem der 10. Generation hier, hat keinen 4,4 GHz Power Limit Boost, sondern vielleicht sogar 4,6 und dann sehen wir nochmal einen kleinen Sprung in der Leistung und genau das schauen wir uns in ein paar Wochen an, denn ich werde mir B560 und den neuen i5 Preis-Leistungs-Killer besorgen und für euch testen und dann eben herausfinden, wie viel besser diese Intel-Chips gegenüber den Zen 3-Chips sind, denn der Unterschied ist jetzt schon gar nicht so groß und der Preisunterschied, der ist sehr, sehr happig und genau da wird Intel den größten Kampf zu kämpfen haben in dem Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, denn jetzt sind noch die Zen 3-Chips sehr, sehr teuer. Wie sieht's aus, wenn die 11. Generation kommt? Ja, AMD wird dann einfach den roten Stift rausholen und die Preise senken. Das ist der einzige Schritt, den sie machen müssen, um hier konkurrenzfähig zu bleiben, nachdem sie sich über Monate eine goldene Nase verdient haben. Und dann soll noch mal jemand sagen, dass Intel hier die dreisten Moves abzieht. Denn damit bin ich gar nicht einverstanden. Deswegen ist ja auch der Ryzen 3600 in meinem System geblieben. Und das waren die abschließenden Worte. Ich danke euch fürs Einschalten und ich hoffe, ihr konntet aus dem Video so viele Informationen, wie es nur geht, entnehmen. Bis dahin, Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.